Oh doch, ich muss zum Baum. Dann gehe ich da erstmal nicht hin. Nein. Was hast du da gefunden so? Ein Tuch. Und du hast eine Rolle verloren. Matti kommt rein. Ach je. Es ist die, die ich aus der Kamera genommen habe, kurz bevor ich Marthas Leiche entdeckt habe. Sie sollte Aufnahmen von vor diesem Zeitpunkt haben. Hola. Mit etwas Glück hat eine der Aufnahmen den Moment von Marthas Ermordung festgehalten. Dann werde ich endlich eine Antwort haben. War es wirklich Mama? Ich werde sie so schnell wie möglich entwickeln, aber jetzt ist es an der Zeit, mit der weißen Frau zu sprechen. Der Film im Kleid. Hä? Ist nicht Matti reingekommen? Warum schreibst du sorry? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Oh, die Steuerung. Kette umlegen. Nein, halt! Warum? Ich wollte mir erst den Baum angucken. Ich werde das Kreuz ihres Geliebten tragen. Achso, du warst es, okay. Nein! Hey, deine Haare. Du hast da ein bisschen was. Mann, ich wollte doch den Baum noch anschauen. Das war eine seltene Holzart. Eine Haarlocke von mir. Klar, die alte kommt da gleich raus. Tritt gleich noch wo ganz anders ein. Ich werde die Tarotkarten benutzen, um mit ihr zu kommunizieren. Die ersten 10 werden wie bei Nanny verwendet. Sobald 2 Karten ausgewählt wurden, sollte es losgehen. Oh Junge, erstmal Schulter auskugeln. Benzin ins Wasser und Feuer. Und dann eine Runde baden gehen. Ist das sowas wie Onsen? Okay, die ersten 10 Karten wie bei Nanny. Hey, what's up? Du hast ein wunderschönes Gesicht. Du verbirgst dich in den Wäldern, um dich mir zu nähern. Du wärst eins mit dem Wasser, um auf dich aufmerksam zu machen. Ah, du weiß ich nicht, muss nicht. Du willst mit mir Kontakt aufnehmen, indem du die Energie der Symbole nutzt. Du nutzt Schau sie dir an, Schmerz, wie wunderschön sie ist. Um mich zu rufen. Du bist ganz schön mutig. Du rufst mich auf der Suche nach Wissen, Smarter. Das ich nicht besitze. Nach Antworten, die ich nicht habe. Ich bin nur ein Gefäß. Wie das Wasser, wie die Luft. Ein Gefäß, um sich zu bewegen und zu atmen. Es hat funktioniert. Jetzt muss ich mich für 2 Karten entscheiden. Los geht's. Gut, entscheiden wir uns für 2 Karten. Ob du auf der Karte richtig stehst, weißt du, wenn das nicht aufgeht. Welche Karte nehmen wir? 2 bis 10, wir haben alle Möglichkeiten. Mario, du kennst das Spiel. Zufällige Zahl zwischen 1 und 10? 12. Ja, das ist super, danke, Kurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, gibt kein Zwischending irgendwie, ne? Ja, nimm mir die her, komm, auf geht's. Ja, und was kann der jetzt? Ne. Also ich bin nicht so gut im Kartenlesen. 3 von 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, hier zwischen den beiden, da wir gerade links genommen haben. Achso, du möchtest die 5, dann nehmen wir die 5. Die Hohepriesterin. Das Haus, die Mutter. Leute, das kenne ich irgendwoher. Kommt aus dem Haus der Mutter, macht sich dann ein Zuhause und wird Mutter. Was? Dieser Kreislauf ist durchbrochen. Um den Knoten zu lösen, suche nach dem Sohn. Er ist die Erbsünde, die sich in dir spiegelt. Derjenige, der dir das Licht gegeben hat, möchte es zurückholen.
Sie möchte die Kontrolle haben. Stück für Stück zerbröselt sie dein Leben. Du musst sie aufhalten. Immer dieser Menas. Ja. Noch eine weitere Frage. Kind, schwanger, ich werde Mutter. Okay, cool. Die Schwester hat gesagt, die Mutter soll zum See kommen. Maybe, ich bin schwanger. Ja, ich gehe mal immer noch davon aus, das war einfach nur Vorwand, damit sie Suizid begehen kann, damit ich zum Martha werden kann. You know what I mean. Aber ist Lapo der Vater? Und jetzt Plot Twist. Wir kommen eigentlich alle aus dem Saarland und er ist mein Bruder. Und ist dementsprechend dieser Erbe. Big Brain. Was haben wir noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben noch 7 Karten übrig. Wir nehmen dich. Der Stern. Darüber reden wir nicht. Und dich hier. Ich bin tot. Grüß dich. Dass du wissen möchtest, wer es getan hat. Aber ich kenne die Antwort nicht. Du musst es selbst herausfinden. Versuche niemals durch die Vordertür einzutreten, wenn du das Herz erreichst. Lebensweisheit. Deine Zwillingsschwester hat vielleicht die Antwort, nach der du suchst. Na, die ist aber tot. Auch nach dem Tod hinterlassen wir Spuren, nicht wahr? Alles ist unbestimmt, wenn man das Wesentliche der Dinge betrachtet. Klingt plausibel. Im Endeffekt, ich werde wahrscheinlich alle Karten auflegen müssen, oder? Wäre scheißegal gewesen, was ich gemacht hätte. Also welche Karten ich so auflege. Im Endeffekt, die Kombi ist immer so dieselbe. Weil wenn ich jetzt Tod und Haus genommen hätte, dann hätte sie mir doch trotzdem die Story von Mom, Dad, ihren Urenkeln und den 76 Toten erzählt, oder? Was haben wir hier? Ach, das hat nicht mal einen Namen. Das wird ja immer besser. Der Gehängte. Du wirst nicht mehr in der Lage sein, Licht und Dunkelheit zu unterscheiden. Das ist nicht gut. Der Unterschied ist in der Trauer sehr subtil. Was mach? Du bist allein und du wirst allein bleiben. Die Erinnerungen lassen dich im Stich. Sie Echt? Sind deine einzigen wahren Gefährten. Jetzt nehmen sie den Platz deiner glücklichen Kindheit ein. Und sie können zurückkehren, um dir Gesellschaft zu leisten. Okay. Wenn ich es genau nehme... Habe ich kein Wort verstanden. Perfekt. Links oben. Der Teufel. Jetzt gib mir was Gutes. Der Mond. Ein Teil unserer Seele umfasst die Menschen, die wir lieben, und wird dann von uns weggerissen, wenn diese Menschen verschwinden. Wenn sie nicht verschwinden? Die Wunde ist tief und kann nicht geheilt werden. Der Glaube schwankt, der Tod macht Angst. Aber die Kirche bietet einen sicheren Ort. Sie ist die Mutter und das Zuhause für ihre Kinder. Der Glaube ist das Licht. Verliere es nicht, denn es wiederzufinden ist fast unmöglich. Aber nur fast. Ich habe ihn in der Trauer verloren und bin ohne Zeit in der Dunkelheit gefangen. Gut, dann noch das letzte Deck. Der Wagen. Und der Turm. Du hast keine Kontrolle.
Kontrolle über dich selbst. Der, den Turm hatten wir schon. Es gibt eine dunkle tot. Gestalt in dir. Die Wunden nähren sie. Sie tut dann Dinge, die du nicht willst. Ja, aber das hat ja jeder. Ist ja ein Normalzustand. Deine Wünsche, deine Schuldgefühle und die dunkelsten Teile deines Gewissens benutzen. Es musste irgendwas kommen. Ach, sie hat sich die Kette gesneakt, die alte Funze, und ich bin da deswegen reingefallen. Wer macht denn jetzt meine Klamotten sauber? Der Loading-Screen garantiert nicht. Bin ich eigentlich noch da? Ist mein Internet noch? Läuft der noch? Müsste eigentlich noch laufen, oder? Ja, ich schwimme gleich. Ich habe ja unendlich Luft. Mario, ich bin noch da, oder? Ganz weird. Ja, weil Discord sagt mir, ich hätte kein Internet. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Gut, gehen wir eine Runde schwimmen. So, genau. Das funktioniert noch. Ey, die hätte Profitaucherin werden sollen. Ich darf gar nicht auftauchen. Da, 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 da. Was haben wir denn dahinter? Die sterische Leiche. Du interessierst mich nicht, ich will zum Licht. Na hör mal, aber so funktioniert das nicht mit dem Aufhängen. Ist das etwa Martha und sie hat Suicide begangen? Was? Come on, guys. Ich war mitten in einem schönen Traum. Das Gespräch mit der weißen Frau hat mich nur noch mehr verwirrt. Aber wenigstens habe ich jetzt diesen Schlüssel. Dieser Schlüssel. Der hier. Ich glaube, ich weiß, wofür der ist. Steppen wir rein. Oh, Baby, let's go. Schiebanei. Ein Abschiedsbrief, komm. 16. Juli. Liebe Schwester, ich vertraue diesem Brief meine Geheimnisse an. Wenn du ihn liest, sind die Dinge so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe, und ich bin nicht mehr an deiner Seite. I knew it. Zuallererst, ich bin nicht taub und war es auch nie. Okay. Mutter hat mir Angst gemacht, als wir klein waren, also habe ich beschlossen, nicht mehr zu sprechen oder zuzuhören. Es hat funktioniert. Tatsächlich begann Mutter, mich zu lieben. Sie fanden auch eine wissenschaftliche Erklärung für meine Taubheit. Die neurologischen Schäden, die durch den übermäßigen Druck des Zwillings während der Schwangerschaft verursacht wurden, führten nach und nach zum Hörverlust.
Und so wurde auch meine Entscheidung zu deiner Schuld. Also muss ich es wieder gut machen. Habe ich noch andere Geheimnisse? Leider ja, aber ein Brief ist für so etwas nicht geeignet. Da du jetzt weißt, dass ich sprechen kann, geh bitte in die Dunkelkammer. Ich habe eine Aufnahme versteckt. Höre sie dir an und du wirst meine Stimme hören. Lebe wohl, Martha. Ey, das wird nicht zufällig. Ja, ja, ja. Wahnsinn, Martha. Was hast du noch von mir geheim gehalten? Du hast mir mehr als 15 Jahre lang deine Stimme vorenthalten. Ich kann es kaum erwarten, sie jetzt zu hören. Oh mein Gott, sie wird sich wahrscheinlich genauso anhören wie ich. Oh mein Gott. Da war ich gerade noch nicht. Okay. Okay, folgendes. Erste Frage. Ist diese Geschichte vom Attack on Titan-Macher? Weil sie hat mindestens genauso viel Plots. Zweitens. Was zum Fick geht ihr ab, Alter? War die von Anfang an nie taub und hat einfach so getan, als wäre sie taub? Das kann nicht klappen. Das geht nicht. Das ist illegal. Hier gibt es nichts. Ach, cool. Hast zwar nicht mehr geguckt. Ey, wenn das ist... Bro, du hast aber viel zu erzählen. Ach so, das ist einfach nur so schallplattenmäßig. Hat sie was vorgesungen? Hallo, Julia. Oh mein Gott, sie hört sich genauso an wie ich. Aber das bin ich. Und das ist meine Stimme. Wir sind auch in diesem Sinne gleich. Es ist wirklich offensichtlich. Ich habe im Grunde genommen immer gesprochen. Und du warst meine Stimme. Ich werde meine Bestimmung finden. Also möchte ich nicht, dass es noch mehr Geheimnisse zwischen uns gibt. Na, erzähl mal. Oder erzählst du erst, wenn ich weitergehe? Scheint so. Ich muss dir sagen, dass... Ich bin schwanger, Julia. Ich bin schwanger mit Blapos Baby. Wir haben miteinander geschlafen. Und ich hatte nie den Mut, es dir zu sagen. Ich hatte solche Angst, dich zu verletzen. Ich schäme mich so. Und jetzt? Wie kann ich dieses Kind jemals auf die Welt bringen? So, das Baby zeigt sich langsam. Hast du es gemerkt? Deshalb ziehe ich mich auch nicht mehr vor dir aus. Aber wie lange kann ich es noch verstecken? Oh, das... Du hast mich gestern gefragt, ob wir früh morgens zusammen an den See gehen. Ganz kurz. Das verstärkt meine Theorie von wegen... Sie hat ja gesagt so, ah, guck mal, Mama, geh mal zum See, hier, Julia ist schwanger. Dann wusste sie, dass wenn sie stirbt, dass Julia sagt, ich bin Martha. Und Martha hat sich umgebracht, weil man ja dann am Ende quasi gesehen hat, so, hey, sie ist schwanger, lul. Du, die Schlafmütze, früh am Morgen. Ich hab dich gebeten, mit mir das Bett zu tauschen. So wie wir es immer als kleine Mädchen gemacht haben. Ich bin in der Morgendämmerung aufgestanden und habe dich nicht aufgeweckt. Ich habe eines deiner Kleider angezogen. Mehr hat sie wohl hier nicht zu erzählen. Okay, jetzt ist die Frage, sie ist ja, sind wir jetzt sie? Also Martha, weil sie sich so gerade am Bauch gerieben hat, die alte... Okay, das heißt, ich muss mir jetzt eins ihrer Kleider anziehen. Oh, wir spielen jetzt, wie das passiert ist. Alright, ich verstehe. Ich habe eine Karte an Mama geschrieben, in der ich ihr mitteilte, dass du schwanger bist, nicht ich. Ja, okay, come on, aber. Und dass ich sie am See treffen möchte. Also, das ist ja schon kein kleines Beutel mehr. Ich habe die Karte auf den Schreibtisch in ihrem Zimmer gelegt. Ich weiß ja nicht, wie gerne die am Naschen war. Okay, wir müssen jetzt in ihr Zimmer gehen. Wo ist die Küche? In ihr Schlafzimmer auf den Tisch, genau. Hm.
Na, es wird bei euch. Dann überkam mich der Wunsch, mit dir zu sprechen. Und ich erinnerte mich an den Rekorder in der Dunkelkammer. Soll das heißen, ich soll in die Dunkelkammer? Who knows? Aber stimmt ja gar nicht. Also als wir ihr Gesicht abgeschnitten haben und das aufgesetzt haben, war unsere Welt sehr viel schöner. Irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre sie grauer. Das finde ich jetzt schon irgendwie ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin. Ich werde allein zum See gehen. Mich wie du verhalten. Ich werde ihr alles sagen, wozu du nie den Mut hattest. Ich werde deine Stimme sein. Ich weiß, wie sehr sie dich über die Jahre hat leiden lassen. Im Gegensatz zu dir erinnere ich mich an all das Böse, das sie dir angetan hat. Und es ist meine Schuld. Schwester, nimm meinen Platz ein. Alter, wie lange liegt denn schon der scheiß Wein da? Komm ja, mal aufwischen. Ich werde in Frieden ruhen können. Weil ich weiß, dass ich zumindest versucht habe, meine Fehler wieder gut zu machen. Ich gehe jetzt. Meine letzte Erinnerung wird die Vorstellung sein, wie du friedlich schläfst. Ja. Nee. Hallo, Julia. Ich war verärgert. Unglaublich verärgert. Am 16. Juli, an diesem verfluchten Tag, hat Martha mich nicht aufgeweckt. Was waren das für Geräusche? Was sollte das, das Bett sein? Warte mal, lass mich mal hier auf den Terminkalender gucken. Am 16. Juli, das spielt doch wieder vor Marthas Tod. Bin ich wieder Martha? Es war spät. Martha hatte mich nicht aufgeweckt, obwohl es abgemacht war. Und ich habe wie immer verschlafen. Hey, nee, warte mal. Nee, hold up, hier macht was keinen Sinn. Du hast mir ein Bild geschickt, ja, gucke ich gleich. Irgendwas macht hier keinen Sinn. Okay, pass auf. Das ist mein Bett von Julia, ja? Ich bin's, Julia. Ja? Und wenn du jetzt den Pokémon-Vergleich geschickt hast, dann raste ich aus. Wieso schlafe ich dann? Also, da schlafe ich auf, weil ich irgendwie die Bettdecke verfuckt mich habe. Weil ich ja Martha bin. So, warum bin ich in dem Bett aufgewacht, wenn ich gerade Julia bin? Martha war nicht da. Und wir wollten zusammen an den See gehen. Sie hat sogar ihr Bett gemacht, was ungewöhnlich war. Ich dachte, dein Bett Mama wäre früh aufgestanden, trotz ihrer Medizin, und hatte sie gebeten, ihr bei etwas zu helfen. Junge, sind einfach die geilsten Charakter. Ich liebe es. Junge, meine sah auch so genius aus. Ich weiß nicht, ob du Eldenring.exe gesehen hast. Wir nehmen die Tasche und let's go. It's me, Mario. Okay, warte. Let's go! Oder auch nicht. Ich muss aus dem Fenster springen. Nein, muss ich nicht. Ich muss mich anziehen. Ich beschloss, einfach rauszugehen und die Fotos selbst zu machen, ohne dass Martha dabei ist. Ja. Let's go! Jetzt aber. Da steigen Maus. Gehen wir weiter. Mal gucken, ob Mutter und Vater noch im Pennen sind. Ja. Sneaky. Hier komme ich auch noch nicht rein. Das ist ein riesiges Geheimnis, ne? Wahrscheinlich komme ich am Ende des Spiels immer noch nicht da rein. Und raus da. Schieb. Klink.
Das machen die nämlich. Es war ein nebliger Morgen, obwohl es nicht mehr dämmerte. Das war ein unheilvolles Zeichen. Oh oh. Nur Unheil und Zeichen. Ich blinzle, das ist ein unheilvolles Zeichen. Meine Mutter hatte ihre geliebte Martha mit ihren eigenen Händen getötet. Ich hatte damals ihren Platz eingenommen und ihre Zuneigung an mich gerissen. Das hätte sie mir nie verziehen. Ich hatte wirklich Grund, Angst zu haben. Was aber, wer hat denn jetzt bestätigt, dass Mutter sie getötet hat? Hey, 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 hey. Das sind hier ganz wilde Vorwürfe. Ich gehe immer noch davon aus, dass sie als Suicide betrieben hat und sie ist nicht Rachel Forrest. Skeptisch. Ich suchte nach einer von Vaters Pistolen, um mich zu verteidigen. Was war ich doch für ein dummes, kleines Mädchen. Hm? Trotz allem musste diese Filmrolle noch entwickelt werden. Und wenn die Aufnahmen nicht beweisen würden, dass sie schuldig ist, müsste ich mich auch noch auf die Suche nach Beweisen für Marthas Schwangerschaft machen. Ja, was sind denn das jetzt für weirde Timeskips? Jetzt komm, hallo, bring mal hallo, ein bisschen Struktur. Es gibt immer mehr Waffen und alle haben Angst nach dem, was passiert ist. Okay, ich habe jetzt einen Knifte. Obvious. Mario, ich leg dir jetzt erstmal die Karten, ja? Zack. Du bist garantiert der hier schon mal. Der Narr. Ich darf mich nicht darum kümmern, was die Leute denken. Du bist ein Narr. Du bist ein närrischer Teufel. Sonst wird mich die Angst davon abhalten, mich der Situation zu stellen. Hast du verstanden, Mario? Aber eine Karte haben wir noch. Der Turm, er verfolgt uns. Es wird sehr schwer sein, sich von einem Nervenzusammenbruch zu erholen. Gut, aber das ist auch geklärt. Wie viele Karten kann man noch? Waren das nicht immer nur drei? Okay, never mind, Mario, das sind nicht deine Karten. Das Ende wartet auf uns. That escalated kinda quickly.